So, da sind wir, meine lieben Freunde, und ich ziehe mir jetzt gleich mal die Bohnen rein, die wir letzte Folge gefunden haben, und hier, ja. Ja, und wie geil ist das denn gerade bei mir? Kurz vorm Eingang vor der Stadt, ne? Ja. Ist ja dieses Schild, das dir den Namen der Stadt sagt, ne? Ja. Hinter diesem Schild steht ein Zombie, der das Schild schlägt, weil er mich will. Wie dumm ist der denn? Ja, man, das sieht so richtig krank aus. Weil ich die Qualität irgendwie so runtergestellt habe oder weil ich so schwarz-weiß sehe, dann sieht er aus wie Slender. Wie Slender, der gegen irgendein Schild schlägt. So, jetzt komm noch mal. Ja, ich bin genau hinter dir. Jawohl, und ich habe keinen Hunger mehr und keinen Durst mehr. Geil. Junge, ich stehe genau hinter dem Zombie. Der Zombie schlägt weiterhin gegen das Schild. Ich nähere mich ihm ganz gechillt und schlag ihm meine Axt in den Kopf. So muss es hier laufen in Daisy. Jawohl, jetzt geht's gerade richtig ab, Mann. Und dann gehe ich auch gleich mal ins nächste Haus. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde wieder was Schönes. Nein, komm mir mal langsam entgegen. Ey Junge, die Häuser hier klapper ich noch ab. Du siehst doch, dass sie das voll, das vollbringt. Oh, und hier hätte ich fast noch den Tuna übersehen. Sehr schön. Jetzt wird's wieder. Jawohl, sauber. Es wird, meine lieben Freunde, es wird. Okay, warte mal, wenn du da bist, kann ich dir dann etwas Blut entnehmen? Weil ich glaube, ich könnte mal ein bisschen Blut gebrauchen. Blut? Ja? Ich kann dir ein Bloodbag-Kit geben, aber dafür musst du deine Blutgruppe wissen, das weißt du schon, ne? Ja, ja. Stimmt. Lass es mal lieber sein. Bevor nachher wieder alles schief geht und wir uns umbringen. Boah, Alter, wie gerne ich die Schrot ausprobieren würde, aber ich habe nur 3 Schuss für die gefunden. Besser als gar nichts. Okay, jetzt komm mir mal langsam entgegen, ne? Ja, warte, ich gehe noch hier eben in die 2 Häuser und dann komme ich die Straße hin hochgelaufen. Junge, Hauptsache der Typ hier will schon wieder einen Pornofilm drehen. Welcher Typ denn? Mein Charakter. Warum? So wieder stöhnt. Oh, und ich habe wieder was zu trinken. So, ich schlendere jetzt gechillt mit meiner fetten Axt und der fetten Sniper auf meinem Rücken. Schlendere ich jetzt gechillt die Straße entlang. Geil. Jo. Sehr geil, Alter. Mich freut's richtig, dass ich die Muni gefunden habe. Junge, wie freut's mich, dass ich die Sniper gefunden habe. Jetzt finde ich's gar nicht mehr so scheiße. Wie viel Schuss hast du für die Shotgun? Nur 3 Schuss, aber... Egal, das reicht auf jeden Fall für eine brenzlige Situation. Ja, das hätte gereicht. Ich habe auch 4 Schuss für die Sniper, das reicht auf jeden Fall, um einen Typen auszuschalten. Es hätte vermutlich sogar gereicht, um die Typen auszuschalten, meine 3 Schüsse. Jo, jetzt komm mir mal langsam entgegen. Ey Junge, ich gehe noch hier in das Haus hier rein, dann komme ich. Ich habe Munition gefunden, aber ich glaube nicht für die Shotgun, oder? Ist das Munition für die Sniper? Warte mal, ich sag dir mal eben, wie die von der Sniper heißen. Die heißen... warte mal. Die von der Sniper heißen 7.62mm. Ja, ich habe 20 Stück gefunden. Sauber, bring mit, Junge. Da habe ich ordentlich, und da habe ich 24 Schuss für die Sniper. Junge, dann kann ich erst recht Leute wegsnatcheln. Alter, Hammer nice mit der Sniper. Ja, ja. Okay, ich werde jetzt die Straße entgegenkommen. Ok, ich bin auch gerade dabei. Ich bin die Häuser jetzt durch. Nur, also ich sehe ja immerhin die ganze Zeit immer nur schwarz-weiß in dem Bildschirm. Ich hoffe nur, dass hier jetzt nicht irgendwo ein anderer Spieler ist. Der muss mich nur einmal treffen, dann bin ich ganz sicher weg. Und dann kriegt der mega geile Sachen von mir. Vor allem für den Anfänger, also für den Anfang des... Boah, nein. Für den Anfang, was? Please, don't kill me, I'm friendly. Nein! Nein, der will auf mich schießen, der Penner. Hau ab! Nein, der schießt auf mich. Junge, bitte nicht jetzt. Renn. Scheiße. Warte, wie ich jetzt die Pumpgun nehmen werde. Mach. Und boom ihn weg, diesen Fixer. Das sind 2. Scheiße. Fällt mir gerade mal so ein. Das sind 2. Was für Wichser, Alter. Was für Wichser. Fuck, Mann. Boah, nee, ich muss schneller rennen. Vielleicht kann ich den Typen entkommen. Ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon bei den Schienen vor der Stadt, ne? Echt? Ich bin da auch. Ja? So gut wie, also ja. Also nicht vor Elektro der Stadt, sondern vor der anderen Stadt. Jetzt stehe ich gerade auf den Schienen. Ich glaube, ich entkomme dem, wenn ich Glück habe. Ich renne jetzt einfach weg.
Mach, hoffentlich entkommst du. Du müsstest mir ja nur entgegenkommen. Warte, ich schnapp mir schon mal die Sniper. Alter, das Tor schiebt mich weg, scheiße. Okay, ich renn jetzt weg. Alter, ich stand genau gegenüber von den Typen, der so, hallo, ich so, hey, don't kill me, I'm friendly. Was nimmt der, die Sniper, Alter, zieht genau auf mich, ich renn grad weg und der Schuss saust an mir vorbei. Oh, das war knapp. Okay, ich habe jetzt perfekte Sicht auf die Straße. So. Ich glaube, ich habe die abgehängt. Oh, das wird so sauber. Okay, ich laufe jetzt weiter die Straße entlang. Kündige dich vorher an, wenn du in der Straße entlang kommst, ja? Weil ganz sicher, ich schieße jetzt auf jeden Fall jeden ab, der hier jetzt irgendwie vor mir steht. Ich stehe mit der eben schnell einen Screenshot geschossen. Gut. Ich renne jetzt weg, die kriegen mich nicht. Ich glaube, die haben mich. Verfolgen mich auch gar nicht mehr. Gut. Nein, ich glaube, ich kann beruhigt weiterlaufen. Aber man muss immer auf der Hut sein, Alter. Scheiße. Jo, ich kann jetzt eine Weiß. Snipergewehr mit einem richtig fetten Objektiv oben drauf. Oh. Ich kann jetzt echt weit die Straße runter gucken. Ich kann auch nur noch 15 Minuten zocken. Ey, Junge. Ey, Junge, was erwartest du? Ich schreibe morgen noch Physiktest. Das weiß meine Mutter gar nicht. Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall vorher noch finden. Morgen dann Starbound. Jawohl, ich freue mich schon. Jawohl, ich mich auch. Obwohl ich jetzt mega gerne weiterzocken würde. Können wir ja vielleicht doch. Können wir ja morgen entscheiden. Obwohl ich eigentlich schon gern Starbound, weil wir Donnerstag nicht zocken können. Nein, ich meine, wir zocken morgen auf jeden Fall Starbound. Ich meine, jetzt würde ich gerne weiter zocken. So, ja, wo bist du ungefähr? Sag mal ungefähr Anhaltspunkt. Ich stehe auf der Straße. Ich laufe gerade an der Tanke vorbei. Scheiß, mir rennt ein Zombie hinterher, leck mich am Arsch. Ja, lauf einfach weiter. Ja, mach ich. Ich werde den dann erschießen, du hast ja eben genug Munition dabei. Das heißt genug? Ach so, ja, für dich. Ich dachte, du meinst für meine Knarre. Ich hoffe, nein, du rennst nicht in die falsche Richtung. Mach ich nicht. Ich laufe genau in die Richtung, in die wir, von der wir gekommen sind. Sehr gut. Ich glaube, der Zombie. Ja, der Zombie ist schon ganz weit weg. Oh. Boah, da steht ein anderer Zombie. Ich renne einfach an dem vorbei. Scheiß auf den. Alter, hier sind aber relativ viele Zombies. Rechts ist schon wieder einer. Oh, renne einfach. Zieh einfach durch. Mach ich ja. Gut. So lange dürfte es eigentlich schon gar nicht mehr sein, wenn du mir auch entgegenkommst. Ja, ich sehe dich aber noch nicht. Ich renne jetzt auf ein ziemlich gerades Stück zu, obwohl, nee, da hinten geht schon wieder was um die Kurve. Okay, geil, wir rennen einfach beide geradeaus, irgendwann werden wir uns schon treffen. Ja. Du rennst Hauptstraße, ganz normal, ne? Ja, Hauptstraße. Okay, ich auch. Okay, da vorne ist jetzt dieses komische Teil oder so, wo wir reingucken wollten, wo aber nichts drin war, weißt du noch? Und hier ist die Abzweigung, wo ich falsch abgebogen bin. Erinnerst du dich? Ja. Ey, meine Mutter ruft gerade jetzt an, toll. Junge, jetzt stell dich auf stumm. Ist die irgendwie nicht zu Hause oder was? Nein, die ist nicht da. Wo ist denn die? Okay, warte, leg mich jetzt neben die Abzweigung hin. Wenn du kommst, geh einfach an der Abzweigung. Warte. Ah, jetzt hört man wieder dieses Scheißgeräusch. Tut mir leid, meine lieben YouTuber, aber was weiß ich, was da gerade eben ist. Hey, ich muss ganz kurz weg. Lauf einfach zur Abzweigung hin, wo ich links... Du kannst aber nicht auflegen, Junge, und ich höre die ganze Zeit so ein Rrrr, wenn du weggehst. Okay, dann lass dich das Mikrofon einfach an, dann hörst du es nicht mehr. Bin gleich wieder da. Ja. Ich hoffe mal, der beeilt sich so ganz, weiß ich nämlich nicht, wo der ist. Da hinten sieht man schon wieder den Kran. Das ist gut. Die Typen verfolgen mich auch nicht, das ist auch gut. Alter, das war ganz knapp, der hätte mich abknallen können. Also was für eine Abzweigung der jetzt genau meint, weiß ich nicht, aber...
Oh nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Hallo Freunde. Oh, der Server ist am Abkacken. Ich bin jetzt gerade an so einer Abzweigung. Ich weiß aber nicht, ob du da bist. Ja, ja, ich stehe jetzt gerade auf und lauf zurück auf die Straße. Nee, dann ist das eine andere Abzweigung. Scheint so. So lange kann das doch gar nicht gedauert haben. Aber ich habe gerade eben schon hinten die Kräne gesehen. Bist du wieder an der Hauptstraße? Ja, bin ich. Bist du schon über eine Brücke gelaufen? Noch nicht. Weil ich sehe da hinten eine Brücke. Da hinten ist die Brücke, ich sehe sie. Ist ja auch eine Brücke. Und so Häuser. Ja, ja, das ist so ein kleines Dörfchen hier. Lauf mal über die Brücke. Ich guck nach, dass sich niemand verfolgt. So, neue Regel. Jeder, der über die Brücke kommt, stirbt. Ey. Wann bist du bei der Brücke? Gleich, ich sehe die schon. Lauf doch auch weiter. Ja, okay. Lauf mir einfach weiter entgegen. Bin ja dabei. Vielleicht gibt es da auch zwei Brücken. Ich habe das nicht mehr ganz in Erinnerung. Nee, es gibt nur eine. Ich glaube, ich sehe dich. Ich hoffe, du bist es, Alter, sonst bin ich tot. Ich sehe dich nicht, ne? Oder warte. Ich glaube, die Brücke ist im Weg oder so. Was machst du gerade? Jetzt laufe ich weiter die Straße entlang. Hüpf mal. Okay, warte. Ja, du bist es, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, einer mit so einem fetten Gewehr, Alter, jetzt bin ich am Arsch. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Kuckuck. Hast du das gehört? Nee, aber bleib mal, behalt mal deine Schüsse. Hinter dir ist ein Zombie. Ah, ich sehe es. Warte, ich will sehen, wie du den abknallst. Bereit? Nein. Ja, oh, jetzt. Oh! Das war ein sauberer Headshot! Was geht? Scheiße, hier ist ein anderer Spieler! Warte, ich knall ihn ab! Hier deine Muni, ich leg sie dir hin. Ja, warte eine Sekunde. Zu spät, habt ihr die Muni schon gedroppt? Du bist gerade vor mir verschwunden! Wo hast du... Ey, hier ist ein anderer Zombie! Fuck! Ich töte den, ich muss die Axt wechseln! Junge, wie läuft der denn jetzt bitte schön? Ey Junge, wo ist jetzt die Muni, die ich gedroppt habe? Wo hast du die denn? So, weg. Ja, irgendwo hier. Wo? Ja, da liegt sie. Komm schnell, bevor sie wieder... Wo? Hier, vor mir. Ich seh's, warte. Ah, warte, ich muss die so... Da kann die hin. Sauber. Okay, warte. Und jetzt guck's dir an. So, alles nachgeladen. Oh, schick. Ich glaube, ich kann aber auch gut mithalten. Oh. Ey, du hast doch gar nicht eine Sniper-Rifle, du hast doch auch eine Art Pumpgun. Nein, das ist eine Sniper. Ich heiße sogar so. Blaze 95 Double Rifle. Warte, lass mal beide hier so hinstellen. Stell dich mal hier, hock dich mal hin, so vor dem Berg. Und ziel mal so geil. Nein, andersrum. Warte. Warte mal. Bleib mal stehen. Ja, warte, ich hab ne Idee. Okay, warte. Nein, steh wieder auf. Steh wieder auf und nimm die Sniper am Ziel. Nein, warte, ich hab ne Idee. Junge, jetzt nimm doch die Sniper. So. Jetzt so. Oh, das sieht so badass aus. Hammer. Okay, so. Komm. Ich komme. Hinter uns laufen die Typs hinterher! Die Folge ist aber auch jetzt vorbei. Da hinten noch schön die Hochhäuser. Und dann beenden wir jetzt diese Folge. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bis zur nächsten Folge von Let's Play DayZ.